Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Zombie Killer. Wir sind aktuell in ein paar Umbaumaßnahmen verstrickt, da fehlen uns allerdings noch ein paar Ressourcen und wir haben, wie ich gerade feststelle, mal wieder ein kleines Stromproblem. Mag daran liegen, dass hier gerade keiner meint, laufen zu müssen. Das ändern wir doch mal kurz. Hier genauso. Schicken wir mal wen Neues rein. So, Tempo können wir, denke ich, auch hochdrehen. So, ich schaue gerade mal, was wir denn noch so machen können. Uns fehlt aktuell Metall, das ist das große Problem. Wir können auch mal schauen, ob unser... Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich sehe es mir nach, ich brauche immer wieder gerne mal den einen oder anderen Tag, um reinzukommen. Wo war denn der Button, wo man direkt... Ja, hier, da wollte ich hin. Okay, Stahl nehmen wir. Tak, tak. Und Holz. So. Damit müssten wir die nächste Stufe erreicht haben. Ach, guck mal, jetzt gibt's auch Pflanzen. Ein bisschen Dekoration. Ja, Patches sind eine feine Sache. Noch etwas Neues. Lernen und Spielen gibt es hier unten schon. Ein Freezer. Okay. Oh, der generiert automatisch Eisbeutel, aber irgendwie nicht so viele. Das ist schade. So, hier fehlt jetzt einer. Kein Problem. Hauen wir raus. Fehlt noch irgendwo jemand? Hier. Oh, da brauchen wir auf jeden Fall noch wen. Der ein bisschen Dr. Grill memt. Was ist das für eine Anzeige, die wir da jetzt sehen? Dieser lila Balken. Ich bin mir gerade unschlüssig, wofür das stehen soll. So, aus irgendeinem Grund produzieren wir gerade deutlich mehr Strom. Ich weiß nicht, was dazu geführt hat. Produzieren wir mehr und verbrauchen wir weniger. Egal. So, wie schaut's aus mit dem Metall? Können wir hier irgendwo Upgrades machen? So, 160. Ja, der wäre schon richtig hart geil. Das wäre schon sehr fein. Erforschen tun wir es schon mal. Hier würden wir von 28 auf 60 hochgehen. Auch plus mehr als 100%. Sehr, sehr schön. Aber da, oh, da fehlt uns ganz dezent Metall für. Ein ganz kleines bisschen. Ach, oh. Ach, ich Blindfisch. Ich sehe jetzt erst, dass uns Eisenerz fehlt. Oh Gott. So, wir nehmen hier mal Holz und Steine raus, dass ihr euch mal um die anderen Sachen kümmert. Und, ah, Alarm! Alle zurück! Das ist jetzt natürlich Käse, dass ich irgendwie verpeilt habe, dass für uns Eisenerz fehlt. Hier nehme ich auch mal die Steine raus, dass ihr euch jetzt erstmal um das Eisenerz kümmert. So, und da kommen sie auch schon. Meine ich das nur oder machen die gefühlt deutlich mehr Schaden? Und die halten auch irgendwie deutlich mehr aus. Kann es sein, dass sie an Balancing ein bisschen was gepatcht haben? Ich habe jetzt nicht die Patch Notes durchgelesen vor der Aufnahme. Aber ihr seht, wir sehen... relativ alt aus. Gott sei Dank haben wir die automatische Reparatur. Die sollte das meiste regeln.
So, die Nacht ist aber bald schon wieder rum. Oh, uns geht bald der Strom aus. Das ist gar nicht fein. Das ist eigentlich keine Info direkt da. So, dann schnappt sie euch mal alle. Und wir brauchen erstmal für hier hinten noch ganz wichtig ein... Wo haben wir es? Okay, es wird jetzt nur ein einfacher Transportschuppen, leider. Für alles andere fehlt uns das Material. So, diesmal fordern wir einfach nur ein wenig. Was ist jetzt hier das Problem? Fehlende Ressourcen, ja, was denn? Achso, hier gibt es nichts zu transportieren, willst du mir damit sagen? Okay. Können wir auch erstmal hier alle rausnehmen? Und entsprechend hier noch einteilen. Uns hängt er die ganze Zeit an, dass Ressourcen fehlen. Ich brauche ja gar keine Ressourcen. Wenn das hier was fehlt, klar, geschenkt, aber... Der Rest ist doch irgendwie Quatsch. So, Gott sei Dank, es wird weiter Metall produziert. Sehr schön. Und hier gehen wir mal ein bisschen Priorisierung. Braucht hier doch jemand einen Sidekick? Ja, du auf jeden Fall. Boah, dass ich echt so hart Metallprobleme habe. Crazy. Hier packen wir mal einen zweiten dazu. Das soll nämlich nicht stehen bleiben. Wir kommen nämlich gerade mit dem Eis nicht so ganz hinterher, fällt mir auf. Und das ist nicht gut, ihr Lieben. Gar nicht gut. Ja, mach schön die Beeren. Bloß nicht das Metall. Aber ich lasse bewusst die alle Sachen offen. Bis auf die Steine. Da fehlt uns noch ein ganz kleines bisschen Elektronik. Steinzermalme, okay. Ist natürlich auch nett. Machen wir da mal ein Upgrade. Ja, wobei, stimmt, der braucht ja auch wieder Metall. Ich überlege, ich glaube, nach diesem Humbi werde ich mal die Station hier deaktivieren. So. Machen wir erstmal aus. Es sind zwar zwei bereit, aber ich will einfach nicht die ganze Zeit das Metall direkt verbrauchen. Sondern nämlich erstmal gucken, dass wir unser Eisenwerk hier auf die Beine gestellt bekommen. Und alle rein. Jetzt habe ich beinahe den Angriff verpennt. Obwohl mir schon aufgefallen ist, dass es so verdammt dunkel wird auf einmal. Aber trotzdem habe ich gepennt. Was ist denn da los? So, schnell alle rein mit euch. Wieder machen hier alle Radau. Was soll diese Radau?
So, jetzt auch noch einen Gefährlicher in meiner Basis, wo auch immer der genau ist. Wahrscheinlich ist das wieder nur ein Bug und er versucht jetzt hier gleich durchs Tor zu gehen und einen abzuschießen. Ja, natürlich macht er das. Steht einfach mal mitten in den Feinden. Ja, ist okay, gönn dir. Gott sei Dank, ein kleiner Bug. Alter, die hauen die Zäune ja ganz schön runter mittlerweile. So, aber auch diese Nacht neigt sich dem Ende entgegen. Und alle hauen sie wieder ab. Sehr schön. So, den einen hier vorne, den kriegen wir noch weggefreezed. Und wir schicken mal ganz viele Larrys weg. Holen uns für Eis, Erz, Stahl, Elektronik, Beeren. Fleisch ist auch nicht verkehrt. Ich wirklich so viele, die nichts zu tun haben. Dann sollte ich doch mal alle an die Arbeit schicken. Guck mal, ich habe langsam ein bisschen Metall vorrätig. Ich bin begeistert. Und ich habe richtig schön viel Fleisch. Das freut mich auch. Sollen wir das gerne aufhören? Mit dem Bereitschaftsdienst. In dem habe ich jetzt so gar keine freien Arbeiter mehr, obwohl ich vorher noch so viele hatte. Tja, so schnell kann es gehen. Ach stimmt, ich habe ja gerade noch welche weggebracht. Da war ja was. Sind ja in den Roffelkopter gestiegen. Das Gewächshaus, da sollte ich mal die Erweiterung erforschen, weil da dauert mir die Produktion offen gesagt etwas zu lange. Ah, Windräder verbessern wäre auch geil. Ach, es wäre so vieles so geil, aber momentan so ein Metallengpass. Ich brauche unbedingt dieses Eisenwerk hier. Das hat jetzt erstmal Priorität. Ich spiele gerade mit dem Gedanken, will ich das unterbrechen? Ich meine, ja, dann würden wir schneller am... Ja, komm, weißt du was? Bis das Eisenwerk fertig ist, unterbrechen wir mal hier, damit wir hier nicht permanent Metall verballern. Ist auch nicht mehr lange, ne? Jetzt sind wir auch relativ fix bei der Produktion. Da geht's gut voran, seit wir hier nicht mehr weiter behandeln. Und das dürfte es jetzt nochmal zusätzlich beschleunigen. So, 5 Stück noch. Dann geht's weiter. Wobei ich überlege gerade, ob ich nicht vielleicht erst einmal... Aber ihr seid ja fast alle befüllt. Ne, egal, komm, wir warten, bis hier das Eisenwerk steht. Dann können wir nämlich auch da direkt wieder weiter produzieren. Und wir kommen deutlich schneller voran. Wo ist das? Achso. Ich wollte erst fragen, wo zum Teufel ist das Eisen hin? Aber. Da waren die nur so pfiffig. Ach, da fehlt jetzt natürlich einer. Gut, dann soll da ein Wissenschaftler daran. Wir haben relativ schnell wieder aufgeholt mit dem Erzen, aber gut, wir haben ja hier auch keinen Steinabbau mehr. Ach guck mal, hier haben wir einen Button, wo wir direkt alles wieder aktivieren können. Schön. Oh Gott, ich habe wieder gepennt, aber Gott sei Dank kommen keine Zombies. Sehr schön.
Ich hau schon mal hier und da ein paar Punkte raus. So. Banuskampfstufe 4, sehr schön. Sind wir schon bald am Ziel unserer Reise? Ich bin begeistert. Weißt du, bestimmt, das war so ein Single-Target-Megaschuss, der eigentlich in sich ganz geil ist. Guck mal, jetzt kommen wir richtig voran. Obwohl wir hier weiterhin... Weißt du was? Wir können doch dich jetzt auch mal wieder reaktivieren. Denn es sind ja einige, die bereit sind zur Behandlung. So, da planen wir schon mal das Upgrade. Ich habe, glaube ich, noch nie geguckt, wie viel Strom hier tagsüber produziert wird. So, ich überlege gerade, wollen wir vielleicht hier auch nochmal die Windgeneratoren so nach und nach verbessern? Ich denke, ja. Das soll man nachts ein bisschen auf ökologische Art und Weise gut Strom produzieren. Vielleicht doch lieber wieder Holz ausklammern, weil irgendwie rennen jetzt alle nur den Bäumen hinterher. Ja, wobei ich habe genug Erze jetzt erstmal auf Tasche. Das sollte jetzt erstmal eine Zeit lang halten. Da können wir, denke ich, einigermaßen optimistisch sein. Stopp, was, wo, wer? So, einer hier, einer hier. Was ist denn mit dir? Weil du nicht gespielt hast oder was? Warum gehst du denn nicht spielen? Darfst du doch machen. So, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Und hier fehlt Dünger. Ich habe tatsächlich gar nicht mal so viel Dünger. Da sollte ich das mal als nächstes angehen. So, wenn wir... Oh, was ist denn da los, Mensch? Ich glaube, ich habe zu viele... Ah, ich habe zu viele Larrys hier und zu wenig Geräte für die alle. So, wo ist er? Mit zu und Augen, mein Gott, der zieht ja wie ein Weltmeister. So, ich schau gerade mal, da haben 7 nichts zu tun. Ich schick mal alle weg, die reingehen. Und hier müssen wir noch ein bisschen nachbessern. Da brauchen wir mehr Geräte. Komm, dann können wir doch auch direkt mal ein bisschen was erforschen. Wo haben wir es? Ich würde sagen, den Raum hier verlegen wir mal. Wir machen einen neuen Trainingsraum. Da, schön groß. Und noch ein Türchen rein. So, bitte beeilt euch. Alle mal schnell aufbauen, denn ich will nicht, dass hier permanent jetzt irgendwie Stunk ist. Ja, genau das meine ich, was ich nicht will.
fehlt jetzt noch einer. Alles klar. Oh, hier fehlen ganz viele. Ja, ich habe Forschung. Ich wollte doch gar nicht Forschung erhalten. Habe ich gerade Forschung geklickt? Ah, schade, egal. Ihr Lieben, wir machen an der Stelle erstmal einen kleinen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüssikowski.